Lilo, wieder ein paar Neuigkeiten zu Ubuntu, Ubuntu Phone und zu mir selber. Gut, Ubuntu 13.10. Da finden wir ja, hatte ich schon mal öfter gezeigt, für Phone und Tablet öfters mal Pakete in unserem Paketquellen. Und da habe ich jetzt mal wieder geforscht, ne? Das mit dem Ubuntu Phone hat ja nicht so hingehauen. Da haben wir nicht genug Geld zusammengekriegt, unser eigenes Phone erstellen zu lassen. Ne? Zumindest Canonical nicht. Das war so ein bisschen hochgegriffen. Aber wir stellen ja fest, das geht immer mehr so in Richtung Phone und Tablet. Habe ich jetzt schon diverse Videos gemacht. Zum Beispiel stellt man fest, dass die Bildschirmtastatur Onboard sich Dinge merkt, wie zum Beispiel, wenn ich hier einfach T eingebe, das Wort The Recorder habe ich mittlerweile gefunden, den Ordner, wo er sich das mit der Zeit so merkt. Persönliche Ordner, ne? Im persönlichen Ordner geht ihr mal rein und dort findet ihr dann einen Unterordner. Ich muss das, glaube ich, erstmal schließen, ohne zu speichern. So, jetzt machen wir mal Steuerung K, jetzt machen wir Onboard mal wieder an und anzeigen. Wie gesagt, Onboard hat so die Eigenschaft mittlerweile, hatte ich auch schon mal darauf hingewiesen, sich bei Bedarf den geschriebenen Text zu lernen, ne? Ähnlich wie beim Phone. Ne? Gut, oder nicht gut, je nachdem, wo es halt so läuft. Auf dem Phone macht es dann vielleicht Sinn, auf dem lokalen Rechner nicht so. Ne? Steuerung K. Zeigen wir uns mal die verborgenen Dateien an. Und da gucken wir mal, und da finden wir wo habe ich das Ding noch gefunden? Local Share. Und dann gibt's da On Board. Und dann gibt's Models. Und dann gibt's User LM. Ja, das heißt nicht User, leck mich doch am Arsch, sondern LM. Ja, gut. Und da merkt er sich zum Beispiel mal die ganzen Sachen, die ich eingegeben habe. Zum Beispiel freies Magazin, ne? Oder dass ich mal Phablet eingegeben habe oder das Fazit gesucht habe, ne? Wir gehen mal da auf freies Magazin. Also es geht immer in Richtung Phone und Tablet, was sich dann auf unseren lokalen Desktop auswirkt und was wir dann nicht immer so prickelnd finden, zumindest nicht auf dem Desktop, ne? Sicherheitsgründe und wie auch immer. Wir gehen mal auf Firefox, freies Magazin. Da findet ihr in der Ausgabe 2013, 11, ne? Steht ja auch hier oben schön groß. Ein schönes Dingenskirchens über das Ubuntu Touch, ne? Ubuntu Touch, ein schöner Bericht. Will ich hier nicht ganz so runterscrollen. Die möchten ja auch, dass die Leute das mal lesen. Aber interessante Sachen waren da, ne? Möglicherweise gibt es dann, ne? Gibt es dann Ubuntu Touch auf irgendeinem Gerät schon standardmäßig drauf, ne? Und das vielleicht schon Anfang nächsten Jahres, ne? Ich meine, das dauert ja nicht mehr lange, ne? Also, man darf also noch etwas abwarten, bis man Ubuntu Touch produktiv einsetzen kann. Das heißt, wer jetzt hier mal den Link folgt, ne, Link Nummer 14, der sei gewarnt. Das werde ich vielleicht mal tun. Es gibt durchaus mittlerweile mehr als nur diese vier Devices, die funktionieren. Ja, die funktionieren und deshalb auch Neuigkeiten. Zum Beispiel auch, ich habe das Galaxy Note 2 und dann kann man den Links folgen, sofern es denn unterstützt wird. Kann das mal installieren. Ne? Kann das mal installieren. Wie gesagt, nicht als Produktivsystem benutzen. Also wer sein Tablet oder Phone nicht braucht, so wie ich. Ne? Ich gucke da höchstens mal Autoscout, um meinen alten Ford Explorer jetzt, ne? US Ford Explorer. Ich betone das Wort US und ich betone das Wort Explorer. Beides passt nicht mehr zu mir. Dem mal loszuwerden, da habe ich so eine App, ne? Autoscout, und gucke da ab und zu mal nach meinem Auto. Jedenfalls brauche ich das Phone eigentlich sonst eigentlich gar nicht wirklich. Das könnte ich ja genauso gut hier über den Firefox machen, ne? Da Autoscout. Autos gucken, ne? Autos gucken. Denn der Explorer, den ich so fahre, der ist im gleichen Zustand wie die amerikanische Wirtschaft. Und das sagt uns einiges. So, jedenfalls gibt es dann Anleitungen und das werde ich wohl mal testen. Ich mache mein Galaxy Note 2 dann mal platt. Wenn ihr den Anleitungen mal folgt, vorher ein Backup machen. Sucht erstmal nach den Anleitungen, wie man Backup macht, bevor ihr da rumexperimentiert. Also das Ding wird dann quasi gelöscht. Ne? Ja. Wenn es dann überhaupt funktioniert, hat man ein ziemlich buggiges Vorab. Guck mal, wie es denn werden sollte. System, wer nur die Bilder mal sehen will, gibt es dann hier oben. Ne? Ja, unser Home-Verzeichnis ähnlich
wie gerade gesehen, unter einem laufenden System. Und der kann mal testen, aber wie gesagt, nur für die, die ihr Phone oder Tablet nicht wirklich brauchen. So wie ich, ne? Ich brauch's ja nur für ab und zu mal Autoscout gucken und ja, der Explorer muss weg, ne? Die Mauer muss weg. So, ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.